Ja. So war auf jeden Fall so ein bisschen. Wir haben die denn am Land gezogen. Aber während der Schienen darf aber keiner da drauf. Okay, nee, danke. Okay. Bisschen zum Ufer hin, mehr zum Ufer, bisschen mehr darüber, ja. Das sieht super aus. Meiner Meinung nach ist es schon so, dass du in deinem Leben eine begrenzte Zeit hast. Und ich möchte Menschen ja auch immer aufrütteln und zu sagen, sie ist begrenzt. Deine und meine, wir werden alle sterben. Lasst uns drüber reden. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe noch 5 Monate, 1 Jahr, 10 Jahre, möchte ich bewusst leben und mich ja auch fragen, wie kann ich eines Tages dann sagen, ich segne jetzt das Zeitliche, es ist gut, aber ich habe mein Leben bewusst gelebt. Und ich glaube, du musst jetzt und hier verantwortlich leben, aber das Leben auch genießen. Wenn du kannst, geschenkte Zeit. Viele Menschen können natürlich, die nicht in Deutschland in so einer Fülle leben können, die müssen wesentlich mehr kämpfen. Und ich finde, es ist auch unsere Verantwortung, die wir so luxuriös leben, für andere mit einzutreten, die das nicht haben. Nur Verantwortung ist für viele dann gleich so was deprimierend, angestrengt, protestantisches. Das will ich gar nicht, sondern ich finde schon, du kannst mit Lebenslust leben. Aber vergeude es auch nicht. Versuche das, was du hast an Gabe, und ich glaube, dass jeder Mensch eine Gabe hat, versuch die Gabe zu nutzen, da wo du bist. Das kann Nachbarschaftshilfe sein, einem Kind Zuwendung geben, das kann Begleitung anderer Menschen. Also welche Gabe du hast, dass du fotografieren kannst, dass du Interviews führen kannst, dass du predigen kannst, was weiß ich. Aber nutz die. Nutz die Zeit. Also carpe diem, empfange den Tag. Ich würde jetzt gerne ein erstes Porträt machen. Okay. Spiegel gibt's hier nicht. Doch, tatsächlich. Also alles. Würdest du dich noch haben? Nachdem alles vom Winde verweht ist hier. Müsste es jedenfalls sein. Irgendwie ist das hier ein bisschen eng. Aber wir kriegen das alles hin. Aber gut. Nee, das Fenster ist gar nicht drin. Es geht hier eigentlich. Oh Gott, nee. Es geht hier nur darum, dass das Licht so schön ist, wenn das von vorne fällt. Ah, und da vorne ist es so schön. Vorsicht, dann. Ist das mittig? Das ist mittig. Das ist gut, dass Sie das sagen. Weil das ist genau solche, auf solche Sachen achte ich nie. Moment. Ein bisschen mittiger kann das noch. So. Wunderbares Licht. Ich nehme mal nach unten und nach da. Und, ja. Ruhe. Sonst kann. Also ist meine Erfahrung mit Menschen, die gestorben sind, die ich sehr geliebt habe, Eltern, Freunde, Liebe bleibt. Beziehungen, die du hattest, dann nehmen dich andere mit im Herzen. Das geht mir ja so mit denen, die gestorben sind, die ich geliebt habe. Ich denke an meine Großmutter, die für mich eine faszinierende Frau war, weil sie in ihrem Leben vertrieben wurde aus Hinterpommern, wieder angefangen hat und immer fröhlich blieb. Das ist so ein Urbild, das sich tradiert. Und wir wissen heute in Familien ja auch, dass bestimmte Bilder bleiben. Also das ist eine Erinnerungskette, die in den nächsten Generationen weiterlebt. Und da haben wir Vorbilder. Ich glaube, wir brauchen einfach Vorbilder, die gelebt haben und an die sich nächste Generation erinnern können. Und du bist in so einer Kette und die geht weiter. Das tradiert sich, diese Geschichten. Also das finde ich schon oft faszinierend. Da kann ja jeder nur über eigene Erfahrung sprechen, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Liebe bleibt. Thank you.
Der junge Mann hier. Oh, wow, das habe ich aber seit meiner Kindheit nicht gehabt. Ja! Danke, das war toll. Dankeschön. Vielen Dank.